Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel in dieser Saison. Wir starten am Samstag um 18.30 Uhr gegen den FC Red Bull Salzburg in der Merkur Arena in die neue Saison. Knapp 7.000 Tickets sind verkauft. Dazu gibt es auch noch eine Information. Wir bitten, nachdem es einen Trend gibt, dass die Leute relativ spät zu den Abendkassen kommen, bitte früher anzureisen, sollte jemand noch vor Ort Karten kaufen möchte. Sonst sind die Tickets online verfügbar oder in jedem Ö-Ticket-Vorverkaufsstelle oder im Schirmshop in der Girardi-Gasse. Ansonsten sind die Kassen im Stadion ab 14 Uhr geöffnet und auch Abos werden am Spieltag noch erhältlich sein. Außerdem ist das neue Bundesliga-Journal erschienen, auch erhältlich bei uns im Fanshop in Liebenau am Spieltag. Bei mir am Podium begrüßen darf ich Franco Foda und Stefan Hierländer. Franco, eine weitere Woche ist jetzt vergangen nach dem Cupspiel. Wie weit sind die Spieler, die etwas später zur Mannschaft gestoßen sind? Ja, es ist insgesamt, Vorbereitung ist sehr gut verlaufen. Wir sind im Cup eine Runde weitergekommen, was unser Ziel war. Pflichtaufgabe wurde erfüllt in Stadlau. Spieler sind alle an Bord. Wir haben seit Montag das erste Mal mit dem kompletten Kader trainieren können. Das heißt, es war ja auch Sandy Lofritsch dann und Schützi, die ja bei der EM, bei der U19 waren, sind auch wieder zurückgekehrt. Die verletzten Spieler waren wieder mit an Bord, wie Christian Dobrasch und auch Fabian Koch. Also insofern sind wir sehr gut vorbereitet auf das Spiel. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Wir freuen uns auf das Spiel, hoffen, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen. Und ich gehe davon aus, dass wir da morgen ein gutes Spiel an den Tag legen werden. Stefan, ich nehme an, du weißt noch nicht ganz, ob du spielst oder nicht spielst. Abgesehen davon ist ein besonderes Spiel gleich in der ersten Runde mit Sturm gegen Red Bull Salzburg zu spielen für dich. Ja, natürlich ein besonderes Spiel, aber ein besonderes Spiel, glaube ich, deshalb, weil ich vielleicht die ersten Minuten für Sturm Graz mache. Also das wäre schon was Besonderes und der Rest, ja, dass es jetzt Red Bull Salzburg ist, ja, ist mein Ex-Verein, aber besonderer wäre es, ja, weil ich einfach mein erstes Spiel für Sturm Graz machen könnte. Wie fühlst du dich nach den ersten Wochen bei Sturm und im Training? Ja, also sehr gut. Ich glaube, wir haben die Zeit, wo ich jetzt da bin, sehr gut gearbeitet. Ich habe sehr viel aufholen können. Und ich glaube, dass sicher ich so weit bin, ja, dass das ja Thema wäre. Aber ja, letztendlich entscheidet es nicht ich. Und aber ich habe die Botschaft verstanden. Aber ich bin, glaube ich, mental mal bereit. Ja. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Bleibt gleich beim Stefan. Gibt es überhaupt noch so besondere Spiele, weil es gegen einen X-Club geht? Kennst du jemanden überhaupt noch? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass sehr viele Spieler schon weg sind, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe in Salzburg. Deshalb, ich glaube, das kann man an der Hand abzählen, wie viele das sind. Und ja, auch vom Trainerstab und Physiotherapeuten, ja, ist keiner mehr da, mit denen ich was zu tun gehabt habe. Deswegen ist das, ja, das ist halt im Fußball so, dass viel dann ausgewechselt wird. Und das ist bei Red Bull generell so. Und deswegen wäre es einfach für mich besonders, die ersten Minuten für Sturm Graz zu machen. Super Atmosphäre und in einem guten Spiel. Weitere Fragen? Soll ich den Trainer gleich fragen, ob Stefan die Chance bekommt, ein paar Minuten für Sturm zu spielen oder die ersten Minuten für Sturm zu spielen? Ja, das werden wir jetzt. Wir haben jetzt heute noch und morgen eine Trainingseinheit und dann werden wir das in Ruhe besprechen. Auch mit Christian Schulz habe ich ja gestern schon mal gesprochen. Wie er sich dann fühlt, ist es klar. Sie sind sehr spät zu uns gekommen, beide Spieler. Haben jetzt in der ersten Woche sehr intensiv trainiert. In der zweiten Woche haben sie hauptsächlich am Mannschaftstraining teilgenommen. Und
Sie insgesamt, trotz allem, machen Sie schon einen relativ guten Eindruck. Aber zwischen Training und Spiel ist halt nochmal ein Unterschied. Und das werden wir, wie gesagt, nach dem Training morgen dann in Ruhe besprechen. Und dann wird man sehen, ob Stefan oder auch Christian, einer von beiden, morgen schon im Kader sein wird. Wenn einer im Kader ist, hat er natürlich auch die Möglichkeit zu spielen. Dieses Sturm in den letzten, in der vergangenen 5 Auftaktspielen nicht sehr erfolgreich gewesen, kein Sieg. Ja, wird Zeit, ja. Du gibst nichts auf Statistiken, aber, Aber wie will man das ändern? Ja, dann wird es Zeit. Wir wissen schon, wer der Gegner ist, Salzburg, amtierender Meister, Cupsieger. Wir haben sich jetzt in der Champions League Quali auch sehr gut präsentiert. Sicher haben sie mit Keita einen Top-Spieler abgegeben, haben gute Spieler dazu bekommen. Und, aber ich habe Vertrauen in meine Spieler, in die Mannschaft. Obwohl wir ja im Sommer sehr, sehr viel gewechselt haben, habe ich trotzdem den Eindruck schon, dass viele Dinge sehr gut funktionieren. Noch nicht alles perfekt, das ist normal. Da braucht man auch die nötige Zeit und auch die Geduld, aber es gibt schon ganz gute Ansätze. Und die wollen wir morgen auch zeigen. Ja, die wollen wir auch zeigen. Wir spielen zu Hause. Und gerade die letzten Spiele auch zu Hause gegen Salzburg haben wir über weite Strecken mehr gut gespielt, haben aber wenig Punkte geholt. Und deshalb wird es entscheidend sein morgen, dass wir, wir erstmal aus einer sehr guten Ordnung und dann immer wieder Lösungen nach vorne finden. Das wird morgen der Schlüssel zum Erfolg sein. Kannst du vielleicht irgendwas zur Kapitänsfrage verraten vorab? Wir haben die Woche den Spielerrat gewählt, beziehungsweise die Mannschaft hat den Spielerrat gewählt. Da ist Christian Kratzei, Roman Kinast, Stankovic, Spendelhofer und Christian Schulz. Das wird der Spielerrat sein. Ich werde heute mit dem Spielerrat noch ein Gespräch führen, wie ich mir das dann vorstelle. Und dann ab morgen wird man dann auch wissen, wer der Kapitän ist. Stichwort Salzburg noch einmal, du hast die Champions League Quali angesprochen, gute Auftritte dort, sie haben schon 2 Pflichtspiele mehr in den Beinen, haben aber sehr viel rotiert. Wie erwartest du Salzburg generell? Sind die noch stärker geworden als letzte Saison? Sind sie breiter aufgestellt? Wie siehst du denn? Ja, sie haben nur im Cup rotiert, also in den Qualifikationsspielen haben sie fast identisch mit der gleichen Mannschaft agiert. Ich war ja auch bei dem ersten Spiel in Salzburg vor Ort. Mir nochmal ein Bild von der Mannschaft gemacht und man sieht einfach, dass die Spielphilosophie, dass die Spieler das weiter oder besser beherzigen auch als noch im letzten Jahr. Salzburg hat jetzt mehr Ballbesitz, sie haben trotzdem vorne gute, schnelle Spieler, aber wir, wie auch jede Mannschaft, hat auch Salzburg Schwächen und darauf haben wir uns vorbereitet, eingestellt und diese Schwächen müssen wir morgen ausnutzen. Ja, aber wir müssen, auch wenn wir wissen, dass Salzburg qualitativ gut ist, müssen wir trotzdem auch selbst agieren, aktiv sein. Aktiv sein nicht nur, wenn wir den Ball haben, sondern auch im Spiel gegen den Ball. Ja, wir wollen selbst Akzente setzen und so wie immer unsere Intention ist, gehen wir in ein Spiel hinein, um es zu gewinnen. Bewerbsspiel im Cup in Stadlau waren 5 Debütanten, wenn ich richtig mich erinnere. Kann es sein, dass es jetzt weitere Debütanten gibt? Ich spreche Fabian Koch an auf der rechten Seite. Ja, Fabian hat wieder die ganze Woche normal mittrainiert. Hat ja auch in den Vorbereitungsspielen wirklich sehr gut gespielt. Pozzi hat seine Sache in Stadlau sehr gut gemacht. Und das werde ich dann morgen entscheiden. Es ist auch so ein Gefühl, was für das Spiel besser ist, was benötigen wir da auf der rechten Verteidigungsseite. Und, aber beide haben, wie gesagt, in der Vorbereitung guten Eindruck hinterlassen und ich habe keine Probleme, einer von beiden spielen zu lassen. So war im Mittelfeld auch ein Thema von Beginn an, weil er in Stadlau schon für starkes Tempo gesorgt hat, wie er reingekommen ist und sehr, sehr schöne Akzente gesetzt hat. Ja, das haben wir auch gestern besprochen innerhalb der Mannschaft. Es ist immer extrem wichtig,
Ja, eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus 11 Spielern, sondern aus 20, 25 Spielern. Und wir müssen an einem Strang ziehen. Wir müssen in eine Richtung denken. Wir müssen zusammen versuchen, erfolgreich zu sein. Und es war extrem wichtig, dass auch die Spieler, die vielleicht jetzt im letzten Spiel nicht von Beginn an gespielt haben, wie auch Roman Kienast, wie Stanko, wie Sascha Horvath, waren extrem wichtig, wie sie reingekommen sind. Ja, sie haben dann nochmal das Spiel verändert, sie haben nochmal das Spiel belebt. Und so muss der Weg sein. Ja, das heißt, im Fußball können leider immer nur 11 von Beginn an spielen. Aber alle Spieler sind extrem wertvoll und jeder muss immer seinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Katze in der Woche leicht blessiert war, stimmt das und ist er wieder ganz fit? Ja, ist richtig. Er hat sich beim Regenerationstraining, beim Fußballtennis, hat er etwas Außergewöhnliches versucht und hat sich dabei eine leichte Blessur an der Schulter zugezogen. Aber nach einem Tag Pause war es dann wieder so, dass er eigentlich die ganze Woche normal trainiert hat und ist dann auch wäre morgen einsatzfähig. Dich auf Salzburg einstellen in dem Sinn, dass du vielleicht die taktische Ausrichtung etwas änderst als in der Vergangenheit? Ja klar, man analysiert ja auch die letzte Saison und gerade in Salzburg waren wir extrem dominant, hatten 63% Ballbesitz, haben glaube ich auch verdient damals dort einen Punkt geholt. Klar, ich glaube, es ist extrem wichtig jetzt, wenn du eine neue Mannschaft hast, viele neue Spieler, ja, dass du dann aus einer gewissen Kompaktheit dann immer wieder auch nach vorne spielst. Ja, unsere Philosophie ist es schon so, auch immer anzugreifen. Das hat ja auch die letzte Saison gezeigt, dass wir nach Salzburg die zweitmeisten Torabschlüsse hatten. Und da wollen wir weitermachen, aber ist klar, wenn du, wie gesagt, viele neue Spieler musst du wieder versuchen, dass man eine Harmonie innerhalb der Mannschaft bekommt, dass die Laufwege funktionieren, die Automatismen in der Offensive und in der Defensive. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schnell hinbekommen und hoffe und gehe auch davon aus, dass wir da morgen schon einiges davon sehen werden. Stefan, bist du in Deutschland? Hast du trainiert bei Leipzig? Jetzt bist du beim deutschen Trainer. Ist da ein großer Unterschied? Also, der Unterschied, also ist eine gute Frage. Ja, also ich bin in Deutschland gespielt. Ja. Ich glaube, das war das Ähnliche, wie in Salzburg ist, weil ja die bekanntlichen Personalien da in Leipzig waren. Und ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich bei Sturm Graz gelandet bin, weil sehr professionell gearbeitet wird und das ist das Wichtigste, ja, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ich habe eine richtig gute Adresse gefunden, wo ich einfach noch den nächsten Step machen kann. Das letzte Tor in der UPC Arena hast du vor vielen Jahren mit Austria Klagenfurt, glaube ich, noch geschossen und das Match ging dann ganz knapp für euch verloren. Das kann sein, ja. Okay. Das war schon lange her, ja. 2-3. Okay, ja. Also ich glaube, ich habe ein Tor gemacht, ja, und bin dann ausgewechselt worden und dann haben wir das Spiel noch verloren, ja. Okay. Da hat der Herbert Rauder, glaube ich, in der 93. das 3-2 gemacht, oder? War das Spiel? Salmutter. Schuss von rechts. Ja, ganz am Ende war das 3-2. Ja. 3-2. Ja. 2-2. Genau. Gibt es noch eine Frage zum morgigen Spiel? Wenn es keine mehr gibt, dann danke ich fürs Kommen. Starten morgen.